Heute geht es einmal um drei Mainboards aus dem Hause ASRock. Alle haben etwas gemeinsam, denn sie sind alle für die neuen Intel-CPUs der 10. Generation. Das B460M Pro 4. Dieses Mainboard gibt es in den Formfaktoren ATX, MATX und Mini-ITX und ebenfalls in der AC-Version. Unser Testobjekt ist das MATX ohne AC. Ausgestattet ist das Mainboard mit einem metallverstärkten PCI Express 3.0x16 Anschluss, einem weiteren PCI Express 3.0 Anschluss sowie zwei M.2 Generation 3x4 Slots, davon einer mit einem Kühlkörper versehen. Ebenfalls gibt es einen M.2-Slot für eine Wi-Fi-Karte. Auf der Rückseite finden wir insgesamt 7 USB-Anschlüsse, davon 4x USB 3.2 und 2 USB 2.0, einen Typ C 3.2 Generation 1 Anschluss. Einen VGA-Anschluss, den ich ebenfalls wie den PS2-Anschluss etwas altmodisch finde, einen HDMI, einen DisplayPort 1.4 Anschluss sowie einen Gigabyte LAN-Anschluss, drei Audio-Anschlüsse. Verwendet wird hier der ALC 1200 Audio-Codec. 9 Phasen werden hier durch zwei lüfterlose Kühlkörper gekühlt und die ASRock BFB-Technologie sorgt für eine ordentliche Boostleistung der Intel-CPUs. Schauen wir uns jetzt einmal das nächste Mainboard an, das H470 Steel Legend. Dieses Mainboard ist natürlich noch etwas besser ausgestattet. Hier finden wir nämlich einen USB-C 3.2 Generation 2 Anschluss, einen 8+4-Pin Stromanschluss. Statt einem Gigabyte LAN-Anschluss haben wir hier einen 2,5 Gigabyte Dragon LAN-Anschluss, einen PCI Express 4.0 Anschluss, der ebenfalls zusätzliche Ankerpunkte und metallverstärkt ist. Zwei M.2-Slots mit Kühlkörper, einen Hyper M.2-Slot und ebenfalls sind alle Mainboards, die ich hier gerade vorstelle, Intel Optane Ready. 11 Phasen und hochwertige 12K Black Caps Nishikon Kondensatoren und eine RGB-Beleuchtung werten das Mainboard noch weiter auf. Zudem haben wir hier 7.1 HD Audio Sound und goldene Audiobuchsen. Hier wird ebenfalls der ALC 1200 Audio Codec verwendet. Kommen wir nun zum kleinsten Mainboard, das Z490 Phantom Gaming ITX TB3. Das kleinste Mainboard, trotz alledem die größte Ausstattung und den größten Intel-Chipsatz. Wie es uns der Name schon verrät, besitzt dieses Mainboard einen Thunderbolt 3 Anschluss. Ausgestattet ist dieses Mainboard ebenfalls mit einem USB 3.2 Generation 2 Anschluss und dem sehr guten ALC 1220 Soundchip. Natürlich nicht zu vergessen 2,5 GB LAN und 9 Phasen, die aktiv mit zwei kleinen Kühlkörpern gekühlt werden. Ja, das ist das einzige Z490 Mainboard, welches ich kenne, welches aktiv mit Lüftern gekühlt wird. Trotz alledem sind diese recht leise. Bluetooth und Wi-Fi 6 sind ebenfalls schon vorhanden. Durch eine Kupferschicht im Mainboard wird die Wärme nochmals besser abgeleitet. Die zwei DDR4 Slots können maximal 64 GB und bis zu 4666 MHz im Aussie. Wie ich finde, ein Mainboard, welches perfekt in kleine Gehäuse passt und trotzdem voller Leistung steckt. Alle Mainboards sind chiptechnisch und leistungstechnisch unterschiedlich und jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, welches Mainboard das richtige ist. Ich packe euch alle Links zu den Mainboards unten in die Videobeschreibung. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao!